Das ist die neue Monsero 7 Connect. Die ist jetzt auch wieder verfügbar. Die kann man online bestellen. Der Server ist ein bisschen überlastet, müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Ich zeige euch mal kurz den Menüaufbau. Und zwar habt ihr hier halt die Zeiteinstellung. Die könnt ihr entweder draufklicken, dann hier mitmachen oder einfach hier so. Das ist euch überlassen. Dann hier kann man die Stufen einstellen. Hier wird zum Beispiel auch ab Stufe 5 angezeigt, dass hier kein Schmetterling eingesetzt werden darf. Das könnt ihr halt auch hier oder hier machen. Hier ist die Gradanzahl. Könnt ihr hier oder auch da machen, das ist das Gleiche. Hier ist halt die Waage. Also die Waage ist schon eingebaut. Die ist einfach nur im Mixtopf drin. Also könnt ihr einfach die Zutaten schon da reingeben. Hier ist halt die Turbo-Taste, die müsst ihr etwas länger gedrückt halten, damit sie angeht. Das ist halt der Linkslauf oder der Rechtslauf, also hier wird es euch auch angezeigt. Der Linkslauf geht halt nur bis Stufe 3. Dann hier auf Auto habt ihr die Automatikprogramme, das Kneten, Dampfgaren und Anbraten. Dann einfach hier drauf und dann kann man die hier mit den Tasten anmachen. Hier den Vorgang stoppen oder halt auch pausieren, dass ihr dann gleich weitermacht. Dann gibt es hier halt so eine Rezeptdatenbank. Einfach hier draufklicken und da könnt ihr euch die Rezepte von Monsieur Cuisine Connect aussuchen. Aber das sind nur eigene Rezepte, also die Rezepte sind nur von denen da, also man kann auch keine eigenen abspeichern, auch wenn man die in der App abspeichert, also hier könnt ihr dann drauf nicht zugreifen, das geht leider nicht. Hier zum Beispiel kann man Favoriten machen, ich habe mal Pizza Margarita drauf gemacht, weil der Teig ist richtig gut von denen, also gefällt uns sehr gut. Hier könnt ihr halt die Ansicht ändern, hier. Oder wenn ihr hier draufklickt, dann habt ihr halt hier so eine Übersicht, bisschen anders. Hier könnt ihr nach Rezepten suchen, könnt ihr eingeben. Und dann auch aussuchen. Dann könnt ihr hier halt aussuchen, zum Beispiel Pizza. Und dann hier stehen die Nährstoffe, also der Nährstoffgehalt, dann hier, wie ihr alles machen müsst, dann hier, was ihr dafür brauchen tut, also die Zutaten. Und dann, wenn ihr beginnen tut, einfach beginnen. Und hier ist halt Schritt für Schritt Anleitung. Also was ihr braucht, sind halt 30 Gramm. Dann müsst ihr halt abwägen, also reingeben. Also man merkt ja, dass der auch reagiert. Dann halt Turbo-Taste für 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die ist halt auch hier schon aufgezeichnet. Mit dem Spachtel nach unten schieben die Masse. Und dann halt nochmal was reinlegen. Seht ihr, es ist halt alles sehr übersichtlich erklärt, was ihr finden, was für nächster Schritt kommt. Also das sind halt alles aufgeführt. Und dann weiter halt, und wenn ihr jetzt rausgehen wollt, zum Beispiel zum Startmenü, dann dass man halt nicht fertig ist, fragt er halt, ob wir verlassen möchten oder halt abspeichern oder halt abbrechen. Also ich breche jetzt ab, dann seid ihr wieder bei dem Schritt dabei, und dann, wenn wir auf Setzen tut, dann ist das halt unter Favoriten gespeichert und ihr könnt zum Beispiel mit dem zweiten Mixtopf oder sowas anderes machen. Hier sind halt bei den Einstellungen, kann man halt nochmal alles kurz sich erklären lassen. Die erste Grundfunktion, wie und was ihr zu tun habt. Oder die Kurzfassung der Automatikprogramme steht halt hier auch. Was ich ja auch schade finde, dass man keine eigenen Rezepte abspeichern kann, weder in der App noch hier. Also ich weiß, dass bei der alten Maschine mit WLAN-Funktion, dass man das Rezept in die App einspeichern kann und dann kann man das halt über das Handy
auf die Maschine übertragen. Also man hat dann das Rezept halt immer da. Hier muss man halt das immer wieder selbst einstellen, wie bei der Monsieur Cuisine Plus auch. Das ist zwar auch kein Problem, aber ich finde das halt einfach nur, das wäre eine Option, die sie auch mal machen könnten. Vielleicht kommt ja noch was, wer weiß, mit einem Update oder so. So, das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Maschine beim Ausprobieren und beim Kochen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.